Hallo! Wie ihr am Titel dieses Videos unschwer erkennen könnt, geht es heute mal wieder haarig zu. Und zwar möchte ich euch heute meine drei liebsten Varianten eines geflochtenen Seidenzopfes zeigen. Wenn die Temperaturen jetzt wieder etwas wärmer werden, möchte Mann bzw. Frau und vor allem ich die Haare auch mal aus dem Gesicht und vor allem aus dem Genick haben. Wer so viele Haare hat wie ich und so dicke Haare hat wie ich, der weiß, wie unheimlich warm das werden kann. Und deshalb zeige ich euch, wie schon gesagt, meine drei liebsten geflochtenen Seidenzöpfe. Ich habe meine Haare vorgestern gewaschen, bin also heute an Tag 3, weshalb meine Haare heute wieder mehr Griff und Textur haben. Zwar nicht mehr ganz so wellig sind wie vorgestern, aber Flechtfrisuren sind ja eh besser zu machen, wenn die Haare etwas mehr Struktur haben, weshalb ja viele, wenn sie glatte Haare haben, ihre Haare vorher locken oder mit verschiedenen Sprays Textur reinmachen. Ja, meine Haare sind von Natur aus so, wie ihr alle wisst, wenn ihr schon meine Videos gesehen habt, und heute an Tag 3 sieht das so aus. Ich habe also die ideale Voraussetzung, um eine Flechtfrisur zu machen. Was wir für die Frisuren brauchen, sind ein Kamm oder eine Bürste, um die Haare knotenfrei durchzukämmen. Dann ein Haargummi. Wenn ihr so dicke Haare habt wie ich, ist das am geschicktesten, um den Zopf zu fixieren. Wenn ihr etwas dünnere Haare habt, könnt ihr auch diese klaren Gummis nehmen. Davon brauchen wir aber sowieso welche, also mindestens zwei. Und für eine Frisur noch so einen kleinen Clip, um überflüssige Haare wegzustecken. Der erste Flechtzopf ist eine Variante, bei dem auch hier die Vorderpartie aus dem Gesicht rausgeflochten wird. Dazu teile ich hier von meinem natürlich gefallenen Seitenscheitel ausgehend eine breite Strähne ab, die über dem Ohr endet. Und die restlichen Haare stecke ich jetzt weg, damit sie mir nicht in meine Flechtung oder in mein Flechtwerk reinkommen. Muss auch nicht besonders schön aussehen, die machen wir eh nachher wieder auf. Und aus diesem dicken Teil flechte ich jetzt einen kleinen Zopf. Dazu teile ich hier oben eine Strähne ab, teile die in drei gleich große Strähnen auf und fange dann an zu flechten, ganz normal, einmal, und nehme dann bei jeder Strähne, die ich von vorne wieder nach hinten flechte, eine neue Partie auf. Das heißt, ich nehme hier mit dem Finger eine Partie auf, nehme die zu dieser vorderen Strähne dazu, sodass die dicker wird, und lege sie normal über die andere Strähne drüber. Dann habe ich hier zwei schmale und eine breite Strähne und ich ziehe im Prinzip beim Flechten die Haare etwas nach hinten. Dann kommt die hintere Strähne wieder drüber. Ich habe hier die vordere Strähne, nehme wieder eine Partie auf, nehme die zu der vorderen Strähne dazu und lege sie wieder drüber und ziehe dabei wieder nach hinten. Dann kommt die hintere Strähne drüber, dann habe ich hier wieder die vordere, schmalste Strähne, nehme wieder eine Partie auf, so, nehme die zu dieser vorderen Strähne dazu, lege sie wieder drüber. Dann wieder die hintere, nehme bei der vorderen Strähne wieder eine Partie auf, füge sie dazu, und dann wieder die hintere. Das kann ruhig ziemlich locker sein, hier vorne, weil wir ja nach hinten ziehen. Die hintere, dann nehme
nehme ich wieder eine Strähne auf, packe die zu der vorderen dazu, gehe die hintere wieder drüber, nehme wieder was auf, zur vorderen dazu, die hintere drüber und dann hier die letzte Strähne. So, dann haben wir im Prinzip alle Haare von hier vorne geflochten und flechten diesen Zopf jetzt ganz normal weiter. Bis zum Schluss, soweit es geht. Und wer auch noch leichte Stufen in den Haaren hat, so wie ich, der kann eben nicht bis ganz runter flechten. Hier kommen schon so ein paar Härchen raus, aber das ist nicht weiter schlimm. Dann nehme ich eins von diesen kleinen, klaren Elastikgummis. Ihr könnt natürlich auch welche in eurer Haarfarbe nehmen, aber in meiner Haarfarbe gibt es keine. Und fixiere damit das Zopfende. Dann sieht das so aus. Und ihr seht, man kann diesen Zopf im Prinzip nach vorne klappen, aber dadurch, dass es hier nicht fixiert ist, kommt keiner so ein breiter Scheitel, wie man es bei einer Art französischen Zopf macht, weshalb man das hier schön nach hinten ziehen kann und dann dieser Ansatz, dieser Scheitel nachher verdeckt ist. Ihr seht nachher, was ich meine. Ich glaube, ich habe mich nicht ganz so klar ausgedrückt. So, dann die Haare wieder auf. Und alles auf eine Seite nehmen, weil es geht ja heute um Seitenzöpfe. Hier vielleicht nochmal durchkämmen. Natürlich nicht den geflochtenen Zopf. So. Und hier kann man auch noch ein bisschen rausziehen, wenn man das dicker haben möchte oder ein bisschen lockerer haben möchte. Ich teile jetzt im Prinzip die verbliebenen Haare hier für einen ganz normalen Flechtzopf in drei. Partien. Und nehme diesen Zopf mit zur äußeren Partie dazu. Und dann flechte ich ganz normal einen Zopf. Und auch hier ist wieder so, dass dadurch, dass es ja ein Seitenzopf ist und ich recht kurze Haare habe, kann ich nicht bis zum Ende flechten, weil an der Seite dann schon wieder die ersten Spitzen rausgucken. Also flechte ich, soweit es geht. Das wäre dann hier. Und da kann man jetzt eben mit einem klaren Gummi oder mit so einem, wie ich es jetzt nehme, den Zopf fixieren. So. Dann noch ein bisschen auseinanderziehen. Dann die Spitzen hier so ein bisschen eindrehen, die bei mir so frisselig sind. Und dann ein bisschen den kleinen Zopf justieren und schon haben wir die erste Frisur mit einem Flechtzopf, wo die Ponypartie aus dem Gesicht rausgeflochten ist. Das eignet sich natürlich auch besonders gut für jemand, der vielleicht einen Pony hat oder den Pony rauswachsen lassen will und so auf die Art die Haare aus dem Gesicht hat. Und ganz zum Schluss zeige ich euch dann noch, wie es von der Seite aussieht. Die nächste Frisur ist ähnlich der, die ich euch gerade schon gezeigt habe. Allerdings wird nicht die Frontpartie mitgeflochten, sondern eine der eigentlichen Flechtsträhnen. Dazu bürste ich meine Haare nochmal durch. Am Scheitel kann man noch mal gucken, ob da was nach
justiert werden muss oder vielleicht beim Volumen am Hinterkopf. Wenn ihr da gerne mehr Volumen hättet, müsstet ihr das jetzt an dieser Stelle machen mit Toupieren oder Haarspray oder mit einem Lockenstab, wie auch immer ihr das Volumen am Hinterkopf bei euch macht. Ich nehme alle Haare auf eine Seite, teile dann drei Strähnen ab, die relativ gleich dick sind, aber es muss jetzt nicht 100% sein. So, so. Und ich flechte die mittlere Strähne, das heißt die beiden äußeren Strähnen hier, die nehme ich weg und fixiere die wieder mit meinem Haargummi, dass sie aus dem Weg sind. Und dann flechte ich diese mittlere Strähne. Und ihr seht, ich habe wirklich einen Haufen Haare zu flechten hier. So, diese Strähne wird ganz normal geflochten, also auch wieder in drei relativ gleich große Strähnen unterteilt. Und dann ganz normal geflochten. So, am Ende kommt dann wieder ein klares Haargummi rein, um den Zopf zu fixieren. Dann kann ich die anderen beiden Strähnen wieder loslassen und habe dann im Prinzip wieder drei Strähnen, zwei normale, eine geflochtene. Und die werden jetzt auch wiederum ganz normal ineinander verflochten. Mit längeren Haaren geht natürlich alles viel einfacher, aber ihr seht die Grundidee. Am Ende wieder fixieren, wie ihr wollt, mit so einem Haargummi oder mit einem klaren Haargummi. Und wenn das klare Haargummi, was ihr schon da drin habt im Zopf, so wie hier rausguckt und euch stört, könnt ihr entweder das große Haargummi noch da drüber schieben oder an dieser Stelle auch das kleine klare Haargummi entfernen, wenn eure Haare dann genug Textur haben, dass sie sich nicht wieder auseinander wurschteln innerhalb des Zopfes und dann noch ein bisschen hier auseinanderziehen, wenn es nicht so streng aussehen soll, die Frontpartie noch ein bisschen nach vorne, ein paar Haare an der Seite raus und die Spitzen wieder drehen. Zopf Nummer 3 ist kein Flechtzopf im eigentlichen Sinn, aber mit Flechtzöpfen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ich kämme nochmal meine Haare durch, damit auch keine Knoten drin sind. Nehme alle zu einer Seite. Auch hier kann man wieder Scheitel korrigieren oder Volumen am Hinterkopf machen. Dann nehme ich meine Haare alle zusammen und teile in der Mitte hier unten eine breite Strähne ab. Je nach Haardicke könnte das mehr oder weniger sein bei euch. Bei mir sieht es dann quasi so aus. Und die restlichen Haare nehme ich wieder weg. Die Strähne, die dann jetzt übrig bleibt, unterteile ich in zwei gleich breite Strähnen. Und die eine klemme ich jetzt mit meinem kleinen Klemmerchen zur Seite. Wie gesagt, ihr könnt da auch ruhig andere Klammer nehmen. Es ist nur, damit es mal eben aus dem Weg ist. Und dann fange ich an, diese Strähne ganz normal zu flechten.
Wenn ich hier am Ende bin, wird das auch wieder mit so einem klaren Gummi fixiert. Und das gleiche mache ich dann jetzt mit der zweiten Strähne, wenn ich sie loskriege. Jetzt. So. Und wieder flechten. So, am Ende kommt auch wieder ein klares Gummi rein. Und dann nehme ich die Haare, die ich weggemacht habe, wieder nach vorne bzw. zur Seite. Auch noch mal kurz durchkämmen. Die möglichst straff zusammenfassen. Und dann nehme ich die beiden Flechtsträhnen und wickel sie außenrum nach hinten über Kreuz wieder nach vorne. Über Kreuz. Nach hinten über Kreuz, so oft wie es geht, wie lang die Haare sind. Und wenn sie vorne wieder überkreuzen oder das letzte Mal, wo sie sich überkreuzen, mache ich dann mein Haargummi drüber. Ich mache es dann so, dass die klaren Haargummis verdeckt sind und ich sie im Zopf drin lassen kann. Dann habe ich jetzt dadurch, dass meine Haare ja noch relativ kurz sind, hier relativ viel Haar übrig an der Spitze. Die drehe ich jetzt wieder. Man kann natürlich auch mit dem Lockenstab dann ein bisschen nacharbeiten, dass sich das schöner lockt. Und dann nochmal ein bisschen hier nachjustieren. Die Haare raus. Das hier ein bisschen lockerer, wie man es gerne möchte. Und dann habe ich einen solchen gewickelten Flechtzopf. Ich zeige euch auch nochmal, wie das von der Seite aussieht. Das waren meine Top 3 Varianten von geflochtenen Seitenzöpfen. Wenn ihr längere Haare habt wie ich, dann sieht das Ergebnis im Endeffekt natürlich wesentlich schöner aus, weil bei längeren Haaren einfach mehr zu flechten ist und dadurch die Flechtung an sich besser zur Geltung kommt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst mir gerne eure Kommentare, eure konstruktive Kritik, euer Lob und eure Thumbs up, wenn ihr welche erübrigen könnt. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Tschüss!